Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Ich brauche ein kleines Geschenk, ein kleines Mitbringsel und mache mir heute einen Mangoessig. Ich finde, das ist ein schönes Geschenk, mal was anderes, und der ist super lecker und auch noch super schnell zubereitet. Ihr werdet es gleich sehen. Ihr braucht dafür 10 Gramm Ingwer, 10 Gramm Ingwer, 500 Gramm geschälte, schöne, reife Mango natürlich, 600 Gramm weißen Balsamico-Essig und 40 Gramm Rohrzucker. Das wäre alles. Ich gebe zusätzlich noch etwas Chili hinzu, damit der noch so einen kleinen Pfiff kriegt. Und das ist echt kein Hexenwerk, aber probiert es mal aus. Das wird wirklich, gerade jetzt, wenn die Grillzeit losgeht, ich zeige euch dann die kleinen Fläschchen, die ich habe, ein super, super schönes Mitbringsel. Wir starten mit dem Ingwer. 10 Gramm Ingwer geschält. Da kommt jetzt wieder der Mixi-Meiser rein. Das ist für den Thermomix, damit einfach alles da unten bleibt, wo es ist. Gerade für so Kleinigkeiten. Ich werde trotzdem immer wieder gefragt, für bei neuen Zuschauern, was es ist. Einfach, da wird das Mixvolumen verkleinert. Gibt es bei der Firma Wundermix, und mit dem Code SUSI5 bekommt ihr 5% auf das gesamte Sortiment. Halt, noch nicht so schnell. Na, sag mal. Zwei Sekunden auf der Stube Turbo. Schauen wir mal rein. Ohne Worte, oder? Wirklich ohne Worte. Ich bin immer wieder begeistert, wie toll unser Thermomix solche Kleinigkeiten so zerkleinert. Schön. Jetzt kommen 600 Gramm Adico di Balsamico Bianco, also der Weiße, das ist jetzt wichtig. Das dauert jetzt ein bisschen, den habe ich nämlich nicht abgemessen. 40 Gramm vom Rohrzucker. Dann die 500 Gramm geschälte und in Stücke geschnittene Mango. Wie vorhin schon gesagt, also da wäre es jetzt echt schon wichtig, dass ihr schöne, reife Frucht habt, eine schöne reife Frucht, umso besser schmeckt natürlich der Mangoessig. Und ich gebe jetzt hier noch so Chiliflocken mit dazu. Ganz nach Geschmack. Ich habe jetzt so eine Stielspitze hinten. Anstelle des Messbechers wird jetzt der Spritzschutz aufgesetzt. Und das Ganze wird 15 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2 gekocht. In der Zeit, wo das jetzt kocht, spült ihr euch schon mal eure Flaschen aus, richtig heiß mit kochendem Wasser, damit die auch schön steril sind und der Essig schön lange hält. Schön ist heute mein Lieblingswort, glaube ich. Die Kochzeit ist vorbei. Jetzt müssen wir den richtigen Deckel wieder aufsetzen, natürlich, weil jetzt wird püriert, und zwar eine Minute lang. Es startet bei Stufe 4 und wird dann wieder langsam nach oben gedreht bis zur Stufe 8, damit der Essig auch richtig schön fein wird. Vorsichtig aufmachen, der Deckel wird schön voll sein wieder. Schauen wir uns die Konsistenz einmal an, und ich sage euch eins, ich werde den noch mal eine Minute lang pürieren. Ich mache noch mal eine Minute auf der Stufe 9. So, jetzt aber, das müsst ihr nicht machen, aber
Ich mag es halt ganz, ganz fein. Wow, 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 diese Farbe. Und darum ist es echt wichtig, dass ihr reife Mango habt, sonst bekommt ihr einfach die Farbe auch nicht hin. Ich habe jetzt hier schon mal meine Gläschen und da füllen wir uns jetzt den Mangoessig um. Und jetzt schaut euch mal die Farbe an, oder? Richtig, richtig schön. Dann habe ich da noch so in so ein kleines Marmeladengläschen, aber allein die Farbe ist doch wirklich super, super schön. Vielleicht habt ihr Lust, es mal nachzumachen. Das mit dem Chili ist ja optional. Könnt auch gerne ein bisschen mehr reinmachen oder weniger. Ganz wie ihr das möchtet. Und ist auf jeden Fall ein sehr schönes, individuelles, besonderes Geschenk und Mitbringsel, würde ich sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage schon wieder Servus und Pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.